Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Luise und ich bin 15 Jahre alt. Zusammen mit Kulturwerke Deutschland mache ich einen 10-monatigen Auslandsaufenthalt im wunderschönen Victoria auf Vancouver Island. Ich gehe auf die Senior School, der von der Colonial Norfolk School, weil sie hat auch die Junior School und Middle School. Und die Senior School geht von Grade 9 to 12. Und insgesamt sind das um die 400 Schüler, würde ich sagen. Und in meinen Klassen sind wir immer um die 18 Schüler, was eine echt schöne Größe ist. Außerdem hat jeder Schüler ein Spind, ganz typisch. Aber ich benutze meinen nicht, weil man hat das meiste auf seinem Laptop und ich kriege mein Spind immer nicht so richtig auf, weil das ist so ein Zahlenschloss. Und da brauche ich immer Hilfe. Deswegen denke ich mir, ist einfach, wenn ich alles mitnehme und man hat kaum Bücher, ja. Den Unterricht habe ich immer in verschiedenen Klassenzimmern, weil jeder Lehrer sein eigenes Klassenzimmer hat und jeder Lehrer ein anderes Fach unterrichtet. Und das Schöne daran ist, dass die Klassenzimmer mehr personalisiert sind, habe ich das Gefühl, als in Deutschland. Weil in Deutschland habe ich immer das Gefühl, ja, ist so schlicht, aber hier ist oft so, dass viele Lehrer Poster in den Klassenzimmern haben, Bilder, die sie halt mögen. Und mein Lieblingsraum an meiner Schule ist die Bücherei. Und meine Schule hat zwar nicht viele besondere Fächer, aber dafür eine Menge Clubs, die so viel Spaß machen. Zum Beispiel habe ich gerade jeden Dienstagmorgen und Freitagnachmittag Ultimate Training auf dem Turf. Und Ultimate ist ein Frisbee-Sport, bei dem es zwei Teams gibt und das eine Team versucht, das Frisbee auf die gegenüberliegende Seite zu bringen. Das Sugarland ist wirklich groß. Man hat in der Pause eine Menge Möglichkeiten, irgendwo hinzugehen, weil auf dem Schulgelände ist auch noch die Middle School, aber die Gebäude sind getrennt. Aber die meisten meiner Klassenkameraden verbringen ihre Pause in der Cafeteria. Aber ich glaube, jetzt, wo das Wetter wärmer wird, werden viele wahrscheinlich rausgehen, weil wir viele Möglichkeiten haben, auch draußen zu sitzen und der Pausenhof auch echt nett ist. Genau, das war jetzt so eine kleine Art Schultour, Schulvorstellung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis bald! Mehr Infos zu dieser und vielen weiteren tollen Schulen findest du auf der Homepage von Kulturwerke Deutschland, deinem Partner für erstklassige Auslandsaufenthalte.